Hallo, Ritter des Steins, willkommen aus meiner Burg. Willkommen aus dem Palast. Und da machen wir auch heute weiter. Nämlich da hinten. Ich möchte heute das zweite Stockwerk draufsetzen und zeitgleich möchte ich auch hier vorne noch ein bisschen weiter arbeiten, denn hier fehlen ja auch noch zwei Module unserer Landschaft. Das heißt, beginnen wir mit dem Gebäude und ja, ich baue halt mal, ne? Und dann sehen wir uns gleich. Und hier seht ihr das Gebäude auch schon. Ging heute sehr schnell, nicht wahr? Ja, es ist relativ unspektakulär. Dieses Stockwerk, was ich da jetzt ja draufsetzen möchte, sieht von außen im Prinzip genau gleich aus wie auch das darunter liegende Stockwerk. Das heißt, ich habe ähnlichen, also gleichen Fußboden reingemacht. Von außen auch einfach wieder Mauerwerk. Auch zur Hofseite hin eben wieder diese Fenster und auch diese Balken, die sich halt weiterziehen. Naja, das Gebäude wird sich da ja nicht stark unterscheiden, einfach von außen. Ich habe mir auch lange überlegt, was mache ich denn hier eigentlich rein? mir gehen auch langsam die Minifiguren aus. Deswegen habe ich auch gedacht, ja, machen wir jetzt hier mal nicht so viele Minifiguren rein, sondern so ein bisschen Einrichtung. Habe mir überlegt, was könnten wir denn da reinmachen als für einen Raum? Haben mir gedacht, das könnte doch eigentlich ein kleiner Speisesaal sein, weil es hat ja auch hier schon von dieser Länglichkeit her so eine Bankettform. Das heißt, meine Überlegung war einfach hier so einen langen Tisch reinzusetzen, Stühle reinzusetzen, aber jetzt halt nicht so, dass das Bankett schon in vollem Gange ist, sondern dass es halt vielleicht noch vorbereitet wird oder halt einfach gerade nichts los ist, leer ist. Genau, also ich würde sagen, ich mache jetzt mal noch ein bisschen die Einrichtung und dann zeige ich euch das gleich, ne? Also damit es jetzt nicht ganz so leer da drin ist, ich habe jetzt als erstes mal, irgendwas mal hier zur Seite, hier einen Tisch gebaut. Ja, man sieht hier überall negative Noppen. Ja. An diesem Tisch habe ich jetzt halt lauter Stühle mal dran gemacht, eben weil es ja gerade nicht benutzt wird. Den setzen wir jetzt einfach mal da mitten rein. Das heißt, wir hätten hier jetzt mal Platz für 10 Leute. Wenn man möchte, könnte man natürlich nach oben auch noch jemand hinsetzen oder auf die andere Seite. Um es trotzdem jetzt ein klein bisschen zu beleben, habe ich mir gedacht, machen wir doch einfach mal noch eine Figur halt rein, die vielleicht hier gerade einen Kerzenständer reinbringt oder halt einfach dabei ist, halt irgendwas vorzubereiten. Dann Bankett ist halt noch nicht im Gange. Damit jetzt auch die Wände nicht ganz so kahl sind. Ich habe mir erst überlegt, ob ich da irgendwie noch Muster an die Wand reinmache oder ob ich irgendwie noch was dahin hänge oder so. Habe mich dann dagegen entschieden, habe mich dann eher für sowas nochmal entschieden. Wir haben ja am Eingang auch schon so weiße Figuren. Ich habe mir gedacht, ich mache doch einfach hier auch nochmal zwei weiße Figuren rein, die wir so hier so ein bisschen an die Seiten stellen. Und die dann halt eben, da drehen wir dich noch ein bisschen. Komm, lass mal Lauf halt nach da unten. Die halt einfach hier das noch so ein bisschen, ja, umrahmen und halt einfach auch nochmal so einen herrschaftlicheren Charakter geben. Natürlich kann man immer da noch ein bisschen mehr reinmachen, mehr Figuren. Man könnte ja auch was auf den Tisch stellen eigentlich. Aber das hat ja, ich finde, es reicht eigentlich so. Man muss ja nicht immer alles übertreiben. Ich mache ja meistens schon immer alles recht voll. Deswegen gedacht, hier ruhig mal ein bisschen weniger. Aber wie immer gilt natürlich, sagt mir, was ihr davon haltet. Ich habe sogar war mal kurzzeitig etwas übertrieben, etwas übermotiviert und habe hier einfach mal den kompletten Boden noch mit Tiles belegt, also Inverted Tiles gemacht, damit dann auch quasi von unterem Stockwerk es sieht kein Mensch. Total unnötig. Aber ich habe es halt fürs Gewissen gemacht. Eben damit halt einfach die Decke halt verkleidet ist. Aber jetzt bauen wir das ein und dann fehlt hier auch noch das Ufer. So ein kleines Stockwerk sieht echt nicht nach viel aus, aber es ist immer doch immer echt viel Arbeit. Durch meine, ja, Bauweise, durch diese verstellte Bauweise ist alles ja auch nicht so stabil. Aber das Ergebnis sieht doch eigentlich trotzdem ganz schön aus, wenn man jetzt einfach sieht, hier das weitere Stockwerk. Und hier oben kommt ja auch noch einiges hin. Also es wird noch ein Stockwerk sein, das allerdings höher ist. Ähnlich wie ja auch hier, dass ich da halt einfach so ein hohes Stockwerk noch draufsetze, auch mit den hohen Fenstern dann. Aber soweit, jetzt mit diesem Palastteil, kann man mal von oben so ein bisschen reingucken, ne? Soweit da dazu. Ich würde jetzt als nächstes noch einfach ein Modul hier unten daneben setzen. Also denn gerade das Modul können wir noch dazu zusetzen, damit auch diese Lücke sich langsam füllt. So, das Stück zeige ich euch jetzt auch mal wieder hier live. Also die Rückseite ist natürlich, wie man sich denken kann, da passiert nichts. Ich habe jetzt hier einfach auch wieder, wir haben ja hier diese größere Wasserfläche gehabt. Ich habe da jetzt mal noch so ein kleines Fischerbötchen drauf gesetzt.
Ja, nichts Besonderes am Bild hier. Das ist genau das gleiche, wie ich es ja auch schon da hinten gebaut habe. Ansonsten ist einfach der Fels, der ist ja auch geblieben, wie er war. Ansonsten einfach jetzt halt hier noch ein bisschen Bepflanzung dazu wieder am Ufer und hier noch so ein Busch, der halt da ein bisschen rumhängt. Und das können wir jetzt auch einfach im Normalfall, kann ich das hier einfach dran schieben. Werde natürlich das jetzt klein bisschen noch anheben müssen, damit ich da überall drunter rutschen kann. Normalerweise baue ich ja auch zuerst das unten und setze ja die Gebäude oben drauf. Ne? So ist ja die normale Baureihenfolge. Und nicht so jetzt, dass ich den Fels drunter schieben möchte. Und der sich ja hier jetzt auch weigert. Aber ich baue es einfach schnell. So, ein bisschen drücken und gut zureden später ist es jetzt auch hier eingebaut. Also wir haben jetzt auch hier auch jetzt eine schöne Ecke. Fehlt ja nur noch wirklich diese. Aber ich sehe gerade hier, wenn man das so sieht, man könnte da fast noch einen Geheimgang reinbauen. Aber nein. Das soll es jetzt erstmal für heute gewesen sein. Wie immer, schreibt mir, was ihr davon haltet, was ihr dazu denkt. Und dann verabschiedet sich der Fokus. Genau. Gehabt euch wohl, edle Ritter des Steins. Bis zum nächsten Mal.